Willkommen. Heute ist das Thema Stärken finden. Finde deine persönlichen Stärken. Finde deine insbesondere neun persönlichen Stärken. Neun persönliche Stärken, die eigentlich jeder ungefähr haben sollte. Ungefähr so. Pi mal Daumen 1. Plus minus. Ich fange mal hier an. Schwächen findet man ja immer schnell. Schwächen, um Gottes Willen. Wenn man über jemanden redet, wenn man über etwas redet, eine Schwachstelle findet man sofort. Das ist schlecht, das ist scheiße, das ist doof, das ist verboten, dies geht nicht, das will man nicht, das kann man nicht. Immer diese scheiß Ausreden. Sag ich mal so. Das sind immer die Ausredenkläuser, die selber nichts auf die Reihe kriegen und nichts können. Die anderen irgendwelche blöden Sprüche vom Kopf werfen, aber selbst so inkompetent sind und überhaupt nichts auf die Reihe kriegen. Denn der Mensch betrachtet eher das Negative. Die meisten Menschen betrachten das Negative und das ist schade. Anstatt einfach mal positiv irgendwas zu sehen. So, jeder Mensch hat mindestens neun Stärken. Wir fokussieren uns eher auf die Fehler als auf die Nicht-Fehler. Wir erkennen viele, ich sage das immer in der Wir-Funktion, wir erkennen es als Fehler. Ich erkenne es als Lernmöglichkeit. Für mich gibt es keine Fehler. Fehler hat man nur dann, wenn man sie nicht bessert. Dann macht man einen Fehler. Wenn man einen Fehler korrigiert, dann ist es eine Lernmöglichkeit und es war ein richtiger Weg. So, dadurch wird man automatisch in Schubladendenken reingeschoben und das ist gar nicht gut. Neun Fragen, um deine Stärken zu finden. Ich fange mal mit der 1 an. Was fällt mir leicht? Womit sich andere Menschen eigentlich schwer tun? Was kann ich, was andere nicht können? Leichter ausgedrückt. Was kann ich, was andere nicht können? Kann ich vielleicht super Videos schneiden? Kann ich vielleicht super auf einem Bein gehen? Aber die meisten nicht, weil die meisten talken rum. Oder bei den meisten sieht das total scheiße aus mit Schneiden. Bin ich kreativ? Kann ich das? Kann ich schnell reagieren? Was andere nicht können. Das ist zum Beispiel eine Frage, die du dir stellen kannst, wo du für dich die beste Stärke raussuchen kannst. Was tue ich immer besonders gerne? Denn das, was du besonders gerne tust oder machst oder machen möchtest, ist eine Motivation, die dich dazu bringt, stärker zu werden in dieser Situation. Welche Aufgaben übernehme ich gerne freiwillig? Also Dinge, die ich auch unbezahlbar machen würde. Das sind so Sachen, die für dich die Stärke sind, die andere nicht machen würden. Und da bist du dann ein Ausnahmefall, wo du dann wirklich nicht ersetzbar bist. Welche Komplimente habe ich schon bekommen? Oder habe ich auch schon Komplimente bekommen? Also, mir sagt man immer, dass ich mich durchsetze, dass ich das, was ich sage, einhalte und das, was ich auch sage, mache. Ich habe schon so oft gehört von inkompetenten Kollegen, die keine Ahnung haben von Tuten und Blasen, die haben Erzieher studiert, sind dann in die Arbeit reingekommen und wollten mir meine Arbeit vorschreiben, wie ich sie zu machen hatte, haben mich dann so angeschnauzt, mach doch mal fertig, du musst mal fertig werden, du sitzt hier gerade nur rum. Ey, ich habe um 8 Uhr angefangen und war schon 8:30 Uhr mit allem fertig. Jetzt passe ich nur noch mal kurz auf, mache ich ja Körpersprachekontrolle bei den Kids, ob auch alles in Ordnung ist und lass die Kids immer mal ausprobieren. Wo ich mir gefragt habe, wozu brauchst du denn jetzt 4 Stunden, um das Ding zu rütteln, um diese Sache zu machen? Ey, das macht man innerhalb von einer halben Stunde, hat sich die Scheiße erledigt. Was willst du jetzt von mir? Und das heißt aber so, dass, wenn du so inkompetent bist, dass du es nicht in der Zeit schaffst, dann mecker mich bitte nicht so voll. Lerne mal daraus. Wenn ich das kann, als medizinische Kraft in der sozialen Betreuung, dann schaffst du das doch wohl auch, oder? Und du hast es studiert, du müsstest doch eigentlich theoretisch viel, viel schlauer sein. Mann, hat mich man da böse angeschaut. Aber ich habe ja recht. Ich war fertig. Ich habe meine Arbeit schon für den ganzen Tag erledigt, schon am frühen Morgen und musste dann nur noch quasi mich in die Kids kümmern, Probleme lösen,
für die Kids da sein, als Ansprechpartner und so weiter. Und hatte den ganzen Tag dann quasi eine ruhige Arbeit. Und die anderen sind nur hin und her gerannt. Am besten mit der kleinen Leine hinter den Kindern, damit die auch ja nicht wegrennen, anstatt die Kinder einfach mal machen zu lassen. Nichts ist schlimmer als ein Erzieher, der ständig hinterher rennt. Oder als ein Betreuer, der ständig wie ein Wachhund 2 Meter hinter einen herrennt und einen total beobachtet. Das ist doch abartig. Aber gut, so sind die eben, die. Ich sag jetzt mal, die Studierten besonders. Das ist mir bei denen besonders aufgefallen. Große Klappe, aber nichts dahinter. Erst mit der Berufserfahrung haben sie dazu gelernt und sind ruhiger geworden. Aber am Anfang waren die eine totale Katastrophe. Die Praktiker im Gegensatz, die waren total easy. Der hat die Arbeit funktioniert. Da konnte man auch wirklich gut machen. Aber gut, das habe ich ein bisschen abgeleitet. Jetzt habe ich mal von meiner Arbeit ein bisschen gesprochen. Welche Komplimente genau? Was stört mich an anderen am meisten? Das, was dich an anderen stört, ist das, was du am besten kannst. Wenn du sagst, ey, der kriegt, also ich Beispiel jetzt, der kriegt diese Schraube immer noch nicht gedreht, ey, ehrlich. Schraubendreher, piep, und drehen. Fertig. Ja, ich sage Schraubendreher, dann das heißt nicht Schraubenzieher, man zieht die Schraube ja nicht. Man dreht sie ja. So, auch das für diese Menschen, die mich jetzt belehren wollen, dass ich was Falsches gesagt habe, fragt mein Fachmann. Ich heiße Schraubendreher. Nee, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mich frage, pack die Scheiße doch einfach an und mach es einfach. Ich kann das doch auch. Und ich beobachte, ich sehe es von anderen Menschen und mach es einfach nach und dann wird es gemacht, ohne immer mal nachzudenken. Und dann wird es gemacht. Fertig. Was soll denn das, dass man dann erstmal hier eine, wie soll ich sagen, ein Experiment daraus macht, wie man eine Schraube in der Wand macht. Dass man erstmal einen Lageplan erstellt. Solche Leute gibt es ja wie Sand am Meer. Welche Stärken habe ich bei meinen bisherigen Erfolgen eingesetzt? Meine war die Durchsetzungsfähigkeit und die Lernbereitschaft und die Motivation. Und die hat mich immer nach vorne gebracht. Immer wenn es hieß, da könnte irgendwann mal eine Position frei werden. Die Stelle war noch gar nicht ausgeschrieben intern. Da stand ich schon mit meinem Fuß da drin und habe gesagt, klopf, 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 hier bin ich, die will ich haben. Nimmt mich jetzt. Und dem, das war das Ding erledigt. Man muss reagieren an der richtigen Stelle. Jetzt bin ich hier in Brandenburg, jetzt muss ich wieder neu anfangen. Was bewundern andere an mir? Das musst du für dich selber annehmen. Und was lässt dich Zeit und Raum vergessen? Hast du Räumlichkeiten? Hast du. Für mich, ich kann jetzt mal, ich sage jetzt mal nur ein Beispiel von mir. Ich gehe raus aufs Feld mit dem Korb, sammle ein paar Brombeeren, vielleicht ein paar Pflaumen, Äpfel, Birnen, alles was es da draußen gibt. Lauf da rum, entspann mich einfach. Da fallen mir so viele Sachen ein, da kann ich mich total entspannen. Wenn ich das dann so pflücke vom Boden oder von den Bäumchen her, und dann entspanne ich mich. Das lässt mich wirklich Zeit und Raum vergessen. Oder wenn ich in den Wald bei uns um die Ecke gehe und Pilze sammle. Wir haben ja die Natur hier komplett drumherum. Oder an den See oder an den Hafen gehe. Wir wohnen ja im Urlaubsgebiet. Das ist ja ganz schön. Und da vergesse ich wirklich Zeit und Raum. Welchen Raum hast du, wo du hingehst oder was du machen kannst, wo du total entspannen kannst, wo dich absolut keiner stört, keiner nervt und keiner sonst was macht. Und das nutze bitte für dich zum Entspannen, um für dich deine Stärken herauszufinden. Und was kann ich besonders gut? Das überleg dir selber, was du bisher besonders gut konntest, aber sei bitte realistisch. Nicht, dass du sagst, oh, ich konnte ja immer gut hier Counter-Strike spielen und dabei hast du immer verloren. Denk bitte realistisch drüber nach, aber auch positiv, ob das wirklich gut war oder nicht gut war, ob du wirklich immer auf dem richtigen Punkt warst. So, das war's zum Thema. Finde deine Stärken, insbesondere deine neuen Stärken, um besser im Leben klarzukommen, um dich besser darauf einzustellen. Und ja, dann sage ich mal viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss.